wie ich erst dachte, so ein Windmoped. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Talos Principle. Mein Name ist Sunepi. Und in der letzten Folge, die war ja relativ kurz, wenn man das mal mit den anderen vergleicht, das lag eher daran, dass dieser Raum hier, das ist wie ein Höllenschlund. Während ich jetzt rede, also ab jetzt, werde ich mal ein wenig einblenden, wie das aussieht, wenn ich hier drin rumlaufe. Das Komische ist, sobald ich durch das Portal gehe, dann läuft wieder alles. So. Und der Computer, der will mit uns reden. Und es gibt drei neue Texte zu lesen. Jawohl! Erzähle mir von den angsteinflößenden Dämonen des Duat, sagte der Sterbende zu dem weisen Schriftgelehrten. Obwohl ihre abscheuliche Gestalten furchterregend anzusehen sind, sind sie nicht böse, denn sie sind die Diener der Götter. Wahrhaftig, sie sind die gesegneten Torhüter und Wächter der heiligen Pfade. Ihre Aufgabe ist es, zu richten, ob wir würdig sind, die Tore, die nach Aru führen, zu durchstreiten. Und deshalb fordern sie uns mit Rätseln oder im Kampf heraus. Trifft dies auf alle Wesen, die im Duat leben, zu? Manche sagen, dass dies nicht stimmt, dass es alte Götter gibt, deren Namen verloren gegangen sind, und Geister der Dunkelheit, deren Namen nie jemand kannte, und dass wir diese um jeden Preis vermeiden müssen. Aber andere behaupten, dass auch diese Wesen einem größeren Zweck dienen, auf Arten und Weisen, die Osiris uns nicht, die uns noch nicht enthüllt hat. Und was sind die verborgenen Pfade, die von Wendy? Zum Schluss, das war sehr tiefgründig. Bald erhältlich. So, Institut, blablabla, bald erhältlich. Dein Sohn, in 3D. Hallo Mama, ich verspreche, ich werde bald zu Hause sein. Vielleicht ein paar Wochen. Ich weiß, aber was wir hier tun, ist wichtig. Und das Team braucht meine Hilfe. Ich werde nicht warten, bis es zu spät ist. Das verspreche ich dir. Aber wir müssen noch so viel vorbereiten. So viel muss ich für solch eine lange, lange Zeit funktionstüchtig bleiben. Achso, so viel muss, nicht ich, sondern so viel muss für so eine lange Zeit funktionstüchtig bleiben. Außerdem wollte ich schon immer mal auf so einem Supercomputer arbeiten. Und glaube mir, EL ist so ziemlich der schnellste, den es gibt. Und das Team, Mama? So muss es sich anfühlen, mit Rockstars und verrückten Genies zu arbeiten. Außer, dass niemand außerhalb der Fachzeitschriften jemals von ihnen gehört hat. Aber Papa würde total durchdrehen, wenn er wüsste, was ich hier mache. Vielleicht kann ich ihm bald davon erzählen, nicht wahr? Alles Liebe, Rob. Rob McLean Institut. An Mama. So, und der dritte noch. Wo ist der Sinn darin, im Leben zu sein? Am Leben zu sein? Ich weiß, das ist eine alte Frage und eine, die nicht einfach zu beantworten ist. Was ich sagen will ist, wenn ihr das lest, seid ihr am Leben und eines Tages werdet ihr aufhören, am Leben zu sein. Diese beiden Tatsachen sind unwiderlegbar. Also was jetzt? Fragt ihr euch nicht? Wollt ihr einfach nur vom Nicht-Existieren zum Existieren wieder zurück zum Nicht-Existieren gehen, ohne euch jemals über das Warum Gedanken zu machen? Jetzt gerade, wenn ihr das lest, warum bist du hier? Ich mache ein Let's Play. Was ist der Sinn deines Lebens? Let's Plays zu machen? Hat es einen Sinn? Ja, also wenn Zuschauer dabei sind, auf jeden Fall. Sollte es einen haben? Hätte nicht, muss nicht unbedingt. Ich spiele das Spiel auch ohne, dass da jemand zuguckt. Ist es besser, einen Sinn zu haben oder nicht? Ja, finde ich schon. Wenn jemand sagt, das war cool, hat Spaß gemacht, finde ich das besser, als wenn ich einfach nur vor mich hinspiele. Wirst du, wenn du kurz davor bist zu sterben, denken, dass dein Leben einen Sinn hatte? Oh ja, ich werde mich bestimmt zurückerinnern und denken, ah, Talos, das war ein Spiel. Wenn ja, warum? Weil das ein cooles Spiel war. Wenn nein, warum nicht? Ich habe ja kein Nein gesagt. Was definiert, ob dein Leben gut war oder nicht? Ja, wie viele Sterne ich hier drin finde. Ist doch wohl logisch. Es mag jetzt abstrakt klingen, aber dieser Moment kurz vor dem Tod wird kommen. Er ist unvermeidbar. Und wenn ihr euch diese Fragen jetzt nicht stellt, wie werdet ihr in diesem Moment je gegenübertreten? Wie werden wir dem gegenübertreten? Ich habe die Fragen gerade gestellt. So, lalala. Mal gucken, was es gibt. Was es gibt.
Ja, das mit der letzten Folge ist echt schade ein bisschen. Ich musste das ein bisschen so gut wie möglich zusammenschneiden, damit ihr nichts verpasst. Das wäre ja blöd. Deshalb sind wir hier nochmal rein. Also nicht wundern, dass wir auf einmal draußen standen, sind hier wieder rein, sind am Computer und. So viel Zeug. Grit. Hier sind wieder so viele Rätsel. Und ich weiß immer noch nicht, das habe ich in der letzten Folge nämlich schon nicht gewusst, wie viele Sterne es hier gab. Ich glaube nur einen. Ich glaube, es war einer. Ja, und in der letzten Folge hatte ich noch gefragt. Ah, und wisst ihr wo? Der ist. Die Antwort auf deine Fragen wird dir nicht geschenkt werden. Du musst nachher suchen. Wir gucken gleich nochmal und dann könnt ihr das Video, nicht das Video pausieren unbedingt, das macht keinen Sinn, aber ihr könnt ja dann einfach mal überlegen. Das da oben sieht aus wie so ein. Nee, ich weiß nicht, aber sieht gefährlich aus. Irgendwie so, als wäre es so. Erst dachte ich, es wäre ein Sprungfeld. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Denn das sieht komisch aus. Das sieht sehr komisch aus, dass man das hier nicht sehen kann. Aber warte mal, ich kann ja auch nicht mehr sehen so. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das so anguckt, das ist total auffällig. Aber die Frage ist, was sollte das bringen? Außer vielleicht den Stern, der da oben ist. Den habe ich schon gesehen. Das war halt meine Frage in der letzten Folge. Dachte ich so, endet man damit, um zu überprüfen, ob ihr das gesehen habt oder nicht. Aber naja, ist nicht schlimm. Seit Generationen bin ich in diesem Spießrutenlauf gefangen. Immer auf der Suche nach den richtigen Antworten. Ich komme langsam zu dem Schluss, dass es keine gibt. Hier ist so ein Ding. Ob das da oben drauf lag? Also wenn man jetzt mal guckt. Ja, man sieht es leider. Ranzoomen, ne? Das wäre eine geile Funktion. Wir brauchen hier Blau. In irgendeinem von den Dingern. Ey, da ist wieder meine Waffe, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ey, altes Haus. In irgendeinem müssen wir das herholen. Und dann. Ich bin nicht mehr sicher, ob es dann angehen würde. Muss da nicht noch so ein Teil rein? Ah, das könnte das sein. Das sind Steine. Und da liegt irgendwas drauf. Das sieht deswegen nur so komisch aus. Also ich muss sagen, das sieht einfach nur auffällig aus, obwohl das ziemlich weit weg ist. Aber mal gucken einmal. Wenn ich jetzt springen würde. Ja klar, komme ich darüber. Ah, das sieht so. Ah, das muss irgendwas bedeuten. Irgendwie ist das auffällig. Aber es sind bestimmt nur Steine und nicht, wie ich erst dachte, so ein Windmoped. So, dann wollen wir mal eben schnell. Ja, ich weiß, das ist natürlich nervig für die, die jetzt denken, komm, mach ein Rätsel. Mach, los. Komm, ich gehe noch mal kurz zurück und schau noch mal einen Stern, ja, und den Stern sehen wir auf jeden Fall. Das heißt, ich kann mich in Ruhe darum kümmern. Blau brauche ich hier draußen. Hier haben wir Blau. Guck, da haben wir das Blau schon. Aber ich kann, komme natürlich nicht da dran. Kiste haben wir schon mal. Das heißt, den brauche ich ja nicht mehr aufmachen. So, hier schon mal hinstellen. Der bringt einen nach oben. Das bringt einen nicht weiter. Also hier schafft man es nicht, zu dem dahin zu kommen. Also muss ich das Blaue nicht von. Also von dieser Stelle brauche ich das Blaue nicht nehmen, sagen wir es mal so. Aber. Da ist. Ich kann mir. Ja, ich weiß schon. Das heißt, ich muss den da draufstellen. So, da und drauf. Aber, wie man sieht, geht es noch nicht. Um das aber jetzt anzumachen, das finde ich halt das Coole bei manchmal irgendwie so diese. Man denkt, ah, das geht nicht. Und dann macht man es einmal an. Und dann verbindet es sich ja. Und dann bleibt es an. So, und jetzt kann ich hier hin. Fand ich jetzt nicht so schwer, aber cool. Und wir haben wieder ein Rätsel geschafft. Also ich würde behaupten, aus diesen Dingen kommen wir nicht mit dem Blauen raus. Außer wir schaffen es irgendwie. Hier hinten. Mal gucken. Also wir könnten, aber wir müssten dann so ein Teil rausbringen. Also das ist jetzt. Also mehrere Ziele. Das erste wäre, da hinten hinzukommen. Das heißt, wir müssen aus diesen Rätseln da hinten irgendwie da auf diesen Rand kommen.
Und am besten noch irgendwas Blaues bekommen, weil sonst kriegen wir das Ding nicht an. Und oder zweitens, wenn das da hinten einfach eine Sackgasse ist und wir kommen da vielleicht auch gar nicht hin, dann bräuchten wir hier so ein Teil. So eins. Okay, der ist schon mal an. Oh, jetzt kann ich... Oh, mit Laser, das wird kompliziert. Denn ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Also, erst einmal gucken, wofür ist das? Ah, das ist für diese Tür. Und das Ding ist für die Tür. Und der Laser ist nur dafür da, um das anzumachen. Also noch bin ich nicht ganz sicher, was wir machen sollen. Ich würde einfach mal die beiden hinstellen, damit wir einmal durchkommen. Weil wenn wir durchgekommen sind, dann... Was nimmt der denn? Nimmt er den? Ja, das macht ja keinen Sinn. Ich komme gar nicht weiter, ne? Also stellt er sich hier einfach drauf. Und dann gehe ich wieder zurück. Einmal gucken. Dann sehen wir mal, was da los ist. Ich wollte erst einen mitnehmen, aber egal, welchen ich mitnehme, dann geht die Tür immer wieder zu. Also gehe ich erst durch. Okay. Wie kommen wir wieder zurück? Zum Zurückspulen X halten. Okay. Dann sind wir wieder am Anfang. Das ist auch gut. Dann kann man immer wieder zurückspulen. Ah, hier kann man das überblicken vielleicht. Dafür ist das da. Auf jeden Fall müssen wir das aktivieren. Die Person geht rein. So, wenn ich jetzt überlege, ich muss überlegen, die Person geht rein. Ich muss ja da hinten komplett einmal rum. Und braucht dann hier den Laser. Also den muss ich mitnehmen irgendwie. Aber das ist schwer. So, auf jeden Fall müssen wir das folgendermaßen machen. Ich gehe dran, aktiviere. Dann gehe ich rein, bleib darauf stehen, mach die Tür auf. Gehe zurück, hol das Ding. Beziehungsweise das kann ich ja sofort da schon stehen lassen. Wenn ich da draufstehe, komme ich da rein, aber dann komme ich da immer noch nicht rein. Obwohl ich kann ja als im zweiten Modus kann ich ja die Kiste mitnehmen, da draufstellen. Das andere Teil kann ich mitnehmen, da hinten draufstellen, bin ich schon mal durch. Das bringt mir nichts. Ich muss noch einen Schritt weiter. Wisst ihr, was ich meine? Das hier ist ja irgendwie... Ja, unnötig würde ich nicht sagen. Ha. Also ich könnte mir vorstellen... dass man das vielleicht so machen muss. Ja. Ich habe es perfekt kaputt gemacht. Laden wir nochmal neu. Achso, X. Das ist schon sehr kompliziert hier. Denn das große Problem, was wir haben... Ich kann die Tür nicht auflassen so lange. Ah ja, okay, ich kann sie aufmachen, indem ich mein zweites Ich benutze. Die Tür ist auf wegen dem Knopf, okay. Einfach aktivieren. Den mitnehmen. Ruhig wieder draufstellen. So, mal gucken.
Das hat nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Weil auch die Tür jetzt zu ist. Also nochmal zurück. Ja, jetzt wird es komplizierter mittlerweile. Ich will ja nur gucken, ob das so klappt. Das hat noch nicht mal damit zu tun, ob das wirklich so sein muss. Ich nehme auf. Nimm das Ding runter. Ja, und das Ding muss ich ja selber nicht mal benutzen. Ich muss ja nur einfach ein bisschen Zeit schinden. Ich muss nämlich da rein. Muss die Kiste draufstellen. Den Laser verbinden. Und muss wieder rauskommen. So, und dann muss ich nur gucken, dass ich da durchkomme. Aber das schaffe ich, glaube ich, nicht. Zwei Stück, ich komme ja nicht weiter. Also muss ich die Dinger ja auch irgendwie verwenden. So, und dann mache ich mal Folgendes. Ich gehe jetzt hier hin, stelle das da drauf. Ja, das geht nicht. Aber dann stelle ich mich hier drauf. So, ich habe ja jetzt fast eine Minute aufgenommen. Mal gucken, ob das so klappt. Das wäre richtig cool, wenn das noch klappen würde jetzt so. Ihr wisst ja, was ich meine. So, und dann gehe ich mal zurück und mache auf Play. So, das heißt, ich nehme nämlich das Ding an, stelle das da jetzt drauf. Gleichzeitig nehme ich das, verbinde die. So, dann, die Kiste habe ich ja schon verwendet, indem ich da war. Ich kann nichts mehr nehmen, ne? Mir fehlt gleich wahrscheinlich hinten ein einziger Step. Ja komm, ich habe doch nicht eine Woche darauf gewartet. Ehrlich gesagt doch. Ein Teil fehlt mir gleich, glaube ich, noch. Wenn der stellt das da drauf. Und ich krieg das da gleich nicht auf. Ich kann ja hier nichts mitnehmen. Ja, jetzt fehlt mir das hier noch. So, das heißt, ich muss das Ganze noch einmal machen. Aber es ist schon nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Gar nicht verkehrt. Ich werde mal zurückspulen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir das Rätsel dann jetzt schaffen. Ich weiß nämlich, wie man das macht. Ihr könnt ja auch in den Kommentaren spekulieren, ob ihr vielleicht eine Idee habt, in welcher Reihenfolge wir das machen. Das wäre natürlich auch gut, wenn ihr so mal sagen würdet, ah, da wird es nicht erst das, sondern... Wisst ihr, was ich meine? Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Talos Principle. Ciao.